Coach? Ghost? Kommen, Ghost! Hören Sie mich! Hört mich jemand? Sie sind tot, Soap. Shepard hat aufgeräumt. Ich kämpfe mich zu Ihnen zurück. Shepard hat uns verraten. Dafür muss man jemandem vertrauen. Das tat ich nie. Nikolai, kommen. Haben Sie unsere Position? Positiv, Price. Aber nicht nur ich. Shepards Männer befinden sich auf einer Seite, Makarovs auf der anderen. Dann müssen wir sie alle erledigen. Oder wir lassen sie sich gegenseitig erledigen. Wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Freund. Begeben Sie sich zum Sammelpunkt Bravo im Westen. Vertrauen Sie niemandem. Okay, und damit herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid genauso bereit wie ich, um ein wenig Rache zu nehmen an General Shepard. Gibt's doch gar nicht. Ja, in der letzten Folge ist das alles etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir haben etliche Verluste darunter. Auch Roach und Nikolai, hier ist Price. Ghost. Die Landezone ist heiß. Wiederhole! Die Landezone ist heiß! Ach, der war schon. Okay, Captain Price. Bin unterwegs. Bringen Sie die Situation unter Kontrolle, bevor ich dort bin, okay? Ach so. Wie Sie meinen, Nikolai. Aber beeilen Sie sich! So, Makarovs und Shepards Männer sollen sich möglichst gegenseitig ausschalten. Okay. Wir können mit Ihren Funkgeräten Ihren Funk abhören. Ich werde versuchen, Makarov zu kontaktieren. Wo? Makarov, hier ist Price. Shepard ist jetzt ein Kriegsheld. Er hat Ihren Einsatzplan und einen Blankoscheck. Geben Sie mir, was Sie von Shepard wissen, und ich erledige den Rest. Kleiner. Ich weiß, Sie können mich auf diesem Kanal hören, Makarov. Wir wissen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden. Richtig. Genauso wenig wie Sie. Makarov, kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Price, Sie werden merken, dass das in beide Richtungen funktioniert. Shepard ist auf Position Hotel Bravo. Sie wissen, wo das ist. Wir sehen uns in der Hölle. Darauf freue ich mich schon. Schöne Grüße an Sakajew, wenn Sie zuerst dort sind. Ah. Wo kam der denn jetzt her? Ach, da oben. Oh. Okay, es ist ein bisschen kacke, wenn man hier von hier... Können wir nicht aber damit abbauen? Einmal kurz schließen. Gut, wir versuchen einfach uns so gut wie möglich... da drum rumzuschleichen. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da war auch noch einer. Guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Ist das ein rotes Pass? Nein. Gut. Ja, ja, Granato, Granato. Was machst du? So, mal gucken, können wir hier eigentlich hoch? Tatsächlich nicht. Gut. Kann ich mit leben? War das nicht ein amerikanischer? So. Ladies. Da hinten. Verdammte Axt. Okay. Nikolai, wo zum Teufel sind Sie? Sandstürme. Ist das nicht Nikolai? Kandahar, Captain Price. Ich muss keine hier Ahnung. Fliegen. Für einen Crash kriege ich nicht genug bezahlt. Ja. Kriege ich überhaupt Geld hierfür? Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keinen Bock. Hey, warum sind die so gut ausgerüstet? Kein Bock hier jetzt, Sieht nicht sicher zum Landen aus. Fast wie damals mit den Russen.
Nikolai, hören Sie auf damit und landen Sie das verdammte Flugzeug. Wir sind unterwegs. Scheiße, wer schießt denn hier so viel? Oh, nettes Detail. So, mal gucken. Ob wir hier nicht vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen. Da. Komm schon. Fuck! Wie gesagt, Controller, Steuerung und... Ihr wisst Bescheid. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, was hier die Schlussmissionen waren. Müssen wir gleich mal gucken. Beziehungsweise in den nächsten Folgen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr... Ich glaube, so lange kann das Spiel nicht mehr gehen. So lange geht es nicht mehr, aber... Ach. So, das sieht schon... besser aus. So. Ja. Zug, ich kriege einen Transport. Bewegen Sie sich nach Westen zur Startbahn. Alter, ich bin dabei. Auf falsche Richtung. Ha! Captain Price, ich hebe in einer Minute ab. Sie beeilen sich besser, wenn Sie Ihren Weg voranbringen. Ja. Zug, wir haben nicht viel Zeit. Nikolai wird nicht auf uns warten. Beeilung! Mach weg. Ja. Ausschalten. So. Das ist nicht hin. Alter, wie soll man denn dabei treffen? Rechte Seite! Das geht überhaupt nicht. Scheiße, der Typ kann überhaupt nicht. Wer ist das? Rook. Ja, so fährt er auch. Alter Vater. Gut festhalten! Oh fuck. Ey, ernsthaft? Auf die Rampe zu! Meine Fresse. Most wanted. Wir haben eine gute MP. Die haben 1000. Wir wissen nicht mal, ob Makarovs Daten was taugen. Price? Der gesunde Menschenverstand wacht nicht morgens auf und denkt, dass es der letzte Tag sein könnte. Aber das ist wohl Luxus. Kein Fluch. Zu wissen, dass man dem Ende so nah ist, ist eine Art Freiheit. Zeit zum Bilanzieren. Weniger Waffen und Leute, nicht bei Verstand und ein Selbstmordkommando. Aber der Sand und die Felsen hier durch Jahrtausende Krieg gezeichnet. Sie werden sich an uns erinnern, deswegen. Denn aus unserem riesigen Arsenal an Albträumen ist dies derjenige, den wir für uns ausgesucht haben. Wir gehen energisch vor, wie die Naturgewalten. Mit Stärke im Herzen und einem Ziel in Sicht. Wir machen ihn fertig. Aha. Was redet er denn da? Ich warte dann am Aufnahmepunkt. Drei Schritte.
das ohne Rückflugticket, Kumpel. Dann viel Glück, mein Freund. Also ich würde gerne mit zurückfliegen. Wie in alten Zeiten. Soap, ich orte thermische Schwankungen. Die Höhle muss jenseits der Kante liegen. Okay. Was haben wir hier? Sekunde. Feindpatrouille. Nicht schießen. Anscheinend war auf Makarovs Daten Verlass. Gut, sie teilen sich auf. Sollen sie ruhig. 6 und ein Hund. Der Dekodierungscode war hoffentlich seinen Preis wert. Kommen, Alpha. Fluss wird gesichert. Over. Bravo. Sandsturm. Im Moment ist kaum was zu sehen. Over. Zulu. Wir starten mit der Patrouille östlich entlang des Canyons. Nördliche Zufahrt. Over. Auf die Gruppe rechts direkt unter uns konzentrieren. Die erledigen wir zuerst. Ich übernehme die beiden links. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Los! Wurden entdeckt. Feuerfreigabe. Kontakt im Osten. Das ist natürlich wieder super gelaufen. Soap, das sind nicht die üblichen Marionetten. Keine Fehler mehr. Los jetzt! Scheiße, ey. Gibt's doch gar nicht. Ja, vergesst das einfach ganz schnell. Und ich würde sagen, dann geht das auch alles wieder. Ne? Na dann los, hier festhaken. Die Seite 4, Foxhide. Wie ist der Status? Over. Sieht gut aus. So. 4, Foxhide. Können Sie mich hören? Over. Los. Hey, ich bekomme keine Meldung von 4 an der nördlichen Kampfstraße. Könnte am Sender liegen. Hab zwei Ziele unterhalten. Hat man aber Glück, dass da kein Schatten war, ne? Los jetzt! Aus klar. Ziel voraus, noch nicht angreifen. Kann ja was werden. Einer. Patrouille nähert sich, nach links, schnell! Passieren lassen. Mutscher 7, Oxide. Wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Vielleicht nur der näher kommende Sandsturm oder ein kaputter Sender. Mein Team zum Überprüfen senden. Over. Verstanden, Oxide. Ich schicke Winston und Lambert. Mutscher 7, Ende. Erledigen Sie die rauchende Wache oder warten Sie, bis er weitergeht. Gute Nacht. Los jetzt. Fuck, die merken das doch jetzt, oder nicht? Scheiße. Ruhig jetzt. 3, 4, 5, 6, 7. Zwei Ziele in diesem Korridor. Nicht schießen und links halten. Disciple 5, Oxide. Statusbericht. Over. Scheiße. Disciple 5, Oxide. Statusbericht. Over. Soap. Zwei Ziele mit Lampen kommen die Treppe unter dem roten Licht runter. Direkt voraus. Ich übernehme den rechten. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Fertig. Los. Disciple 6, wir haben den Kontakt zu Disciple 5 verloren. Nachsehen. Over. Oben auf den Treppen. Er gehört mir. Verstanden, Oxide. Wir sind auf dem Steg Richtung Dampfraum. Bereithalten. Alles klar, dann mach mal. Es ist hier ein bisschen viel geredet, deshalb bin ich ein bisschen ruhiger, aber hier gibt es ja sowieso nicht so viel zu erzählen, ne? Warum war der noch rot? Disciple 6, Licht aus. Eindringen und sichern. Es geht Was? Los, bereit machen. Türladung platziert, bereit zum Eindringen. Dann los. Greife ein, greife ein. Vorwärts. Foxtrot Element, links absuchen. Oh shit. Da sind sie, Feuer frei! Feuer frei!
Versuch's doch. Arsch. Scheiße. Nicht einmal getroffen. Ja, von euch. Witzbold. Von euch. Aber solange ihr hier nicht weiterkommt, Vorwärts. Recycle 9, eure Wache hinten hat's erwischt. Fuck. Unmöglich, wir haben das Gebiet gerade gesichert. Keiner ist so gut und... Es ist Price. Premierobjekte sichern und den Rest verbrennen. Feuertrupps, halten Sie sie nur auf, bis wir abzugsbereit sind. Okay. Nehmen Sie einen Einsatzschild. Wir brauchen Deckung. Ich will das aber nicht. Ich will gerne... Wiederhole. Unautorisiertes Personal auf dem Steg. Einsatzschild nehmen und vorgehen, so. Ich übernehme die Schüsse. Gehen Sie mit dem Einsatzschild in Position. Ich erledige den Widerstand. Mann verloren! Oxide, Disciple 9. Wir haben Feindkontakt etwa 50 Meter vom Nest. Alpha Over. Rückzug zum Sammeln vom Fenster. Los, sofort ausschalten. An alle, Achtung, auf dem Steg sind zwei Soldaten unterwegs in Richtung Krähen. Alles sicher, jetzt rein. Ja, jetzt habe ich keinen. Roger 1-5, zum Nest kommen und bereit machen, Gold Eagle zu eskortieren. Gold Eagle scheiß Gewehr mehr. Uns geht die Zeit aus, los! Mega. Ah, hätte ich vielleicht das andere da lassen sollen, ne? Scheiße. Hab die Aktivität! Über die Flanke kommen! Sie die Bekannte sind Schöne. Rechtbar! Fuck! Mann am Boden. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Wo war der? Das gibt es nicht. Granate! Ich lenke hier Feuer auf den Rauch. Flanken hoch. Ach so, hier war Ende. Gut, wir müssen sogar wirklich da hinten her. Puh. Ja, Price. Sie bewegt sich. Bin leer geschossen. Ruhig ich und professionell nicht. Bleiben. So. Oh. Ja, läuft. Was? Mit einem... Ernsthaft? Mit einem... Scheiße. Lalalala. Ich lenke hier Feuer auf den Rauch. Auf gut. Leute, ich würde sagen... Was wollte ich sagen? Achso, Alpha-Team, Rückzug zum Sammel vom Jungs, Fenster. Mädels. 3 durch Sektor Charlie Zulu flankiert. Auf Thermalsicht wechseln. Die Flanke im Auge behalten. Ja. Alter, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Leute. Das doch kann ich euch jetzt machen, ne? Jungs, bis bald. Ciao.